Jetzt gehen wir jedoch nach Berlin in den Bundestag. Über die Themen dort berichtet uns unser Hauptstadtkorrespondent Gerd-Joachim von Follower. Guten Morgen, Gerd. Ja, guten Morgen und vielen Dank. Heute beschäftigt sich der Bundestag hier gleich ab 9 mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Der nächste Punkt, da geht es dann um die Gesundheitsversorgung und Pflege, die Finanzierung derselben. Der 6. Pflegebericht der Bundesregierung wird vorgestellt und ein Antrag der Linken wird beraten zur gerechten Finanzierung und solidarischen Finanzierung. Und darüber wollen wir heute Morgen diskutieren. In 3 Pflegereformstufen hat die Bundesregierung in den letzten Jahren einiges unternommen. So ist die Gleichstellung der Demenzkranken gerade erst zum 01.01.2017 passiert. Es gibt bessere Pflegeberatung. Die Zuschüsse für Umbauten wurden erhöht und eingeführt. Bessere Rentenansprüche und Hilfe für Angehörige. Also da ist einiges passiert in den letzten Jahren. Das kostet natürlich auch einiges. Im Jahre 2015 stieg der Beitrag um 0,3% und jetzt zum 01.01.2017 um weitere 0,2% auf 2,55% oder 2,8% für Kinderlose. Das gibt es ja bei der Pflegeversicherung. Und der Präsident des Deutschen Pflegerates, Wester Fellhaus, hat gesagt, die Politik hat in den 3 Reformschritten viel für die zu Pflegenden und die Angehörigen getan, aber die Pflegenden sind vergessen worden. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich Sabine Zimmermann, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. Frau Zimmermann, Herr Wester-Fellhaus hat es gesagt, ich habe es noch mal kurz aufgeführt, das Ganze kostet natürlich ein bisschen. Es sind jetzt viele Verbesserungen passiert aus Sicht der Angehörigen, aber auch der zu Pflegenden. Aber wen man in der Tat benennen muss, sind diejenigen, die dort die Pflege erbringen. Da gibt es vor allen Dingen einen hohen Anteil derer, die überhaupt nicht festangestellt sind, sondern nur in Teilzeit arbeiten. Also erstmal muss man ja feststellen, dass jeder von jetzt auf gleich in die Situation kommen kann, dass er seinen Angehörigen zu pflegen hat. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Und deshalb stellen wir uns als Linke die Frage oder 2 große Fragen. Zum einen, wie sieht die Finanzierung aus? Wer zahlt was? Und die zweite Frage ist natürlich ganz deutlich, haben wir gutes, ausgebildetes, qualifiziertes Personal und auch ausreichend und gut bezahlt? Das sind die 2 wichtigsten Fragen in der Pflege. Und deshalb sagen wir ganz deutlich, dass dieser Pflegebericht, der heute diskutiert wird, eigentlich deutlich macht, dass das Finanzierungssystem nicht mehr funktioniert. Und ich will das vielleicht auch noch mal deutlich machen daran, dass viele Kosten von den zu Pflegenden bzw. von den Angehörigen selbst übernommen werden müssen. Wenn ich stationär pflege, dann muss ich von 1.300 bis 1.800 Euro monatlich selbst bezahlen. Und das können viele einfach nicht mehr aufbringen. Und deshalb sind natürlich die Zahlen, die die Hilfe zur Pflege beantragen müssen, Tendenz steigend. Wir haben jetzt schon 450.000, die sich Pflege nicht mehr leisten können und die auf die Sozialhilfe angewiesen sind. Und das ist eine enorme Summe. Und hier muss natürlich was passieren. Und der zweite Punkt ist beim Personal. Dort haben wir insgesamt in der Pflegeversicherung, wenn man das sich schon mal alleine anschaut, 30.000 Vergütungsverträge zwischen dem Pflegeträger und zwischen der Pflegekasse. Und das gibt natürlich enormen Druck auf die Pflegekosten. Und die Pflegekosten kann man dann natürlich aus Sicht der Träger dann nur über die Lohnkosten nehmen und dort auch verschieben. Und das heißt natürlich niedrige Löhne. Und das bedeutet natürlich vor allen Dingen in viel Teilzeit. Es sind Frauen, die dort beschäftigt sind, 87% Frauen. Und hier muss sich einfach was verändern. Wir brauchen gutes Personal und vor allen Dingen auch eine Personalbemessung. Vielen Dank, bis dahin, Frau Zimmermann. Ich begrüße Hilde Mattheis, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD. Frau Mattheis, wir sind schon gerade dabei, dass bei den 3 Pflegereformstufen ja viel passiert ist für die Angehörigen, aber auch für die zu Pflegenden. So ein bisschen vergessen wurden vielleicht diejenigen, die die Pflege erbringen. Dort sind viele Arbeitsverhältnisse eben nur 450-Euro-Jobs etc. Und der Präsident, hatte ich eben schon mal vorgelesen, des Deutschen Pflegerates, Wester Fellhaus, bedauert, dass gerade diejenigen, die die Pflege erbringen, nicht genügend gewürdigt werden. Wird in dem Bereich zu wenig bezahlt? Also es wäre erstmal sehr schlimm, wenn wir sie vergessen hätten, Pflegefachkräfte und Hilfskräfte. Wir haben sie nicht vergessen, sondern wir haben gesagt, eine ordentliche Personalbemessung ist etwas, was nicht vom Himmel fällt, sondern das muss man quasi ermitteln und das ist ein längerer Prozess. Das ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir erstmal die Lohnunterschiede aufheben, dann natürlich auch Personalbemessung in den stationären Einrichtungen und in der ambulanten Pflege.
im Prinzip auch etablieren. Das sind Punkte, die dazukommen. Neben all den Pflegestärkungsgesetzen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Denn klar ist, nur wenn alle Beteiligten in der Pflege gute Bedingungen haben, also es gute Pflege für die Pflegebedürftigen gibt, es gute Arbeitsbedingungen gibt, ist das wirklich ein Gesamtkonzept. Ja, aber da muss man sich fragen, gibt es die, also wenn man sich das mal anguckt, es gibt ja gar keine Zahlen. Ausgebildete arbeiten ungefähr 1 Million dort, aber es gibt auch viele, die gar nicht ausgebildet sind, sondern die Löcher stopfen. Das ist richtig, aber ich muss noch mal was zu meiner Kollegin sagen. Also man kann ja viel sagen und kann sagen, man nimmt sich gerade die Personalbemessung vor, man nimmt sich die Löhne vor, man muss es aber auch machen. Und ich finde, wenn wir uns bis 2020 erst Zeit lassen, wo jetzt erstmal ein Gutachten gemacht werden soll in dem Bereich, das können wir einfach, die Zeit haben wir nicht mehr, die Zeit läuft uns weg. Wir haben eine steigende Tendenz der zu Pflegenden und wir haben zu wenig Personal. Es gibt einen Pflegenotstand und der muss sofort beseitigt werden und hier muss was getan werden. Und das ist mir viel zu lange, wie die Zeit hier noch weiter vergehen wird. Also manche Dinge brauchen Zeit. Ich bitte Sie da einfach, das zu akzeptieren, dass wir viele Dinge auf den Weg gebracht haben. Ich glaube auch, dass es für Pflegefachpersonal nicht hilfreich ist, wenn man über die Länder hinweg Rahmenbedingungen auf Bundesebene schafft, die nicht helfen. Die Länder sind dabei. Wir sind dabei, bis 2020 das zu etablieren. Und ich glaube und bin sicher, dass auch unter anderem mit der Pflegeberufereform, die ja auch von der Linkspartei nicht mitgetragen wird, ein wichtiger Baustein ebenfalls hätte gesetzt werden können. Das ist jetzt noch ein Punkt, den wir hoffen, in dieser Legislatur noch auf den Weg zu bringen, die generalistische Ausbildung. Da warten die Pflegefachleute und auch die Pflegeschulen drauf. Und viele, viele, die sich dort ausbilden lassen möchten, die warten auf diese Pflegeberufereform. Ich werde Sie jetzt erst zu Wort kommen lassen, wobei die Frage an Sie natürlich nahe liegt. Aber jetzt wurde gerade gesagt, Sie tragen diese Reform nicht mit. Man muss sagen, die Große Koalition hat sich bislang auf die Reform auch nicht geeinigt. Fangen wir bei Ihnen an. Warum trägt die Linke diese Reform nicht mit, also diese 3 Ausbildungsschritte zusammenzulegen? Das ist ja falsch, was die Frau Matthais sagt. Wir wollen nicht diese generalistische Ausbildung, die die SPD und die, also die Große Koalition vielleicht möchte. Sie streiten sich ja im Moment noch. Es ist ja schon lange der Streit in der Koalition und der wird ja nicht beendet. Und ich glaube auch nicht, dass der noch vor Ende der Legislaturperiode beendet wird. Wir wollen eine integrierte Ausbildung. Das heißt, wir wollen 2 Jahre die generalisierte Ausbildung und ein Jahr muss natürlich die fachgerechte Ausbildung kommen. Das heißt also, ich brauche auch eine Anerkennung für die einzelnen Berufe. Kinderpflege, Altenpflege, Krankenhauspflege. Die Berufsstände müssen auch erhalten bleiben, weil die wichtig sind, auch für die Attraktivität des Berufes. Zum einen. Zum anderen brauchen wir die Abschaffung, müssen wir das Schulgeld abschaffen. Das ist ein ganz wesentlicher Fakt für die Ausbildung. Und wir brauchen dort eine Ausbildungsvergütung. Das bedeutet auch eine Aufwertung des Berufes. Und genau diese 3 Sachen haben eigentlich Frau Schwesig und Herr Gröhe vor einem Jahr schon vorgelegt. Und die beiden Koalitionsfraktionen haben in dieser Woche, Anfang der Woche, sah es aus wie eine Kompromisseinigung. Dann ist das Ganze in der SPD-Fraktion hängen geblieben. Frau Matthais, das ist alles ein bisschen kompliziert für den Zuschauer. Woran liegt es jetzt? Warum tragen Sie diese Reform, die die beiden Minister schon vor einem Jahr vorgestellt haben, nicht mit? Wir tragen die mit. Die beiden Minister haben sich vor einem Jahr geeinigt und das ist unser Ziel. Und ich muss nur sagen, Schulgeld abschaffen geht mit Generalistik. Die Aufwertung der Altenpflege ist einfach nur mit Generalistik hinzukriegen. Wir wollen, dass alle Pflegebereiche möglich sind und wir wollen, dass die Altenpflege aufgewertet wird. Woran liegt es jetzt? Es liegt in der Tat an CSU-Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie wollen lieber die Altenpflege, so wie sie jetzt ausgebildet wird, erhalten, weil das für Pflegeeinrichtungen, ich sage nicht für alle, die großen Pflegeträger sind auf unserer Seite, sondern da gibt es wirklich Lobbyisten, die einfach nicht wollen, dass die Altenpflege aufgewertet und damit gleich bezahlt wird. Da ist auch immer die Angst, dass diejenigen, die jetzt Altenpflege betreiben, die Qualifikation demnächst nicht schaffen würden für das anspruchsvollere dreistöckige Aufbaustudium. Hätte ich beinahe gesagt, es ist kein Studium, sondern es ist die Ausbildung. Es soll ja auch ein Studium geben in dem Bereich. Es soll auch ein Studium geben.
Aber es geht darum, wir wollen die Altenhilfeausbildung, die Ein- und Zweijährige, die von den Ländern verantwortet wird, nicht abschaffen. Um das geht es überhaupt nicht. Sondern das sind für uns auch Qualifikationsmöglichkeiten, der Einstieg in eine Fachausbildung. Wir wollen aber, dass Berufsperspektiven eröffnet werden. Viele in der Altenpflege wollen einfach mal wechseln können. Das können sie jetzt nicht. Krankenpflege kann in die Altenpflege wechseln, aber nicht umgekehrt. Und diese Perspektiven aufzumachen, das ist einer der wichtigen Punkte. Hört sich ganz gut an, Frau Zimmermann, aber kommen wir noch zu dem entscheidenden Punkt. Die Qualifikation, die Altenpflege ist dann doch etwas leichter zu lernen vielleicht als die Krankenhauspflege. So argumentieren zumindest die Kritiker. Sehen Sie das nicht auch so? Wissen Sie, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir generell die Pflegeberufe aufwerten. Denn nämlich hier haben wir einen großen Nachholbedarf. Die werden so dringend benötigt, die werden niedrig bezahlt. Sie müssen viel leisten, sie arbeiten in Teilzeit, sie können teilweise davon nicht leben. Aber Entschuldigung, das haben wir bei der Krankenschwester auch erlebt. Noch vor 30 Jahren gab es Hauptschülerinnen, die wurden Krankenschwester. Heute muss man Abitur haben. Wo ist denn da der Sinn? Ich finde, eine gute Ausbildung ist wichtig und da brauchen wir die Inhalte, die da vermittelt werden, die müssen dort ganz konkret angelegt werden und deshalb die zwei Jahre erstmal generalistische Ausbildung und dann nochmal die Ausbildung für die Fachbereiche, sodass wir dort gewährleisten können, dass dann auch der Berufsstand erhalten bleibt. Das ist, glaube ich, die große Voraussetzung. Frau Matthes, und weil es aktuell hängt, jetzt nochmal, wie geht das denn weiter? Ich meine, wir haben noch 5 Sitzungswochen, schön und gut, aber weil Sie gerade die CSU angesprochen haben, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wurde auch so berichtet, dass die Unterhändler sich geeinigt hatten und die SPD-Fraktion das fertige Werk abgelehnt hat. Das fertige Werk? Es gab kein fertiges Werk. Na, die Minister hatten ja schon was vorgelegt. Das wurde ja in einem Kompromiss korrigiert. Genau. Es gibt den Gesetzentwurf, hinter dem stehen wir voll und ganz. Und es bestand die Notwendigkeit, unterhalb dieses Gesetzentwurfs eine Einigung hinzubekommen, die nächsten Schritte also zu vereinbaren. Das war ein Auftrag an stellvertretende Fraktionsvorsitzende und wir haben gesagt, wir wollen, dass dieser Auftrag ganz klar auch nach außen kommuniziert wird und wir wollen, dass diese Pflegeberufe-Reform wirklich diesen generalistischen Ansatz trägt. Um das geht es. Frau Zimmermann, in 40 Sekunden nochmal Ihr Antrag. Wie soll es finanziert werden in Zukunft, das System? Ja, wir brauchen eine solidarische Pflegeversicherung. Das heißt also, alle sollen einzahlen in das System. Die Beitragsbemessungsgrenze muss runter, weil nämlich wer viel verdient, muss auch viel in das System einzahlen. Das ist einfach das Prinzip der Solidargemeinschaft. Und der dritte Punkt, die Pflegeausbildung, ist ein wesentlicher Punkt. Und wir vergeben uns hier eine Chance, wenn wir wirklich in dieser Koalition diesen Streit weiter fortführen und das nicht zum Ende bringen. Alle sollen einzahlen, ist ja so ähnlich wie das, was die SPD sich eigentlich wünscht. Wir wollen die Bürgerversicherung, das ist unser Prinzip seit vielen Jahren und wir hoffen, es in der nächsten Legislatur umzusetzen. Aber eine Bürgerversicherung ist so wie eine Bergbesteigung, man muss unten anfangen, bevor man sich im Gipfelkreuz eintragen kann. Frau Zimmermann, Frau Matthes, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, meine Damen und Herren, darüber wird dann gleich diskutiert werden. Zunächst geht es hier los im Deutschen Bundestag mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung.